Vor oder zurück? Diese Frage wird uns natürlich an diesem Wochenende wieder beschäftigen, denn es wird wieder an der Uhr gedreht. Und damit sage ich herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier bei Megional, der täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen mit den Nachrichten für unsere und aus unserer Region. Heute ist Freitag, Arbeitswochenfinale, der 27. Oktober und es ist schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Guten Abend und Glück auf! Bevor wir aber die Zeitfrage beantworten, beleuchten wir schon mal das Kultur- und Medienfestival Grenzgänger, das nächste Woche hier in Marienberg stattfindet. Es dreht sich dabei alles rund um Mundart. Wir haben eine Erklärung gesucht. Frank Langer hat versucht, von unserem Landrat Frank Vogel eben diese Erklärung zu bekommen. Mundart ist das, was wir im Erzgebirge reden. Gehört das zur Vermarktung der Region Erzgebirge auch im Tourismus einfach dazu? Also davon bin ich eigentlich hundertprozentig überzeugt. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal auch auf dem touristischen Markt. Das Erzgebirge gibt es nur im Erzgebirge. Und wer es halt hören will, der muss zu uns kommen und kann es dann lupenrein hören. Gibt es überhaupt das Erzgebirge? Nein, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich hatte zu Amtsantritt mal diese Vorstellung, das Erzgebirgisch, habe aber ganz schnell festgestellt, jedes Tal, jeder Berg hat seinen eigenen Spruch, hat eigene Redewendungen und insofern ist Erzgebirgisch sehr, sehr vielschichtig. Gehört für Sie die Mundart, die Sprache zur Region, zum Erbe der Region? Also zweifelsohne gehört es zum Erbe der Region und deshalb ist mir eigentlich auch sehr daran gelegen, dass die Sprache weiter gepflegt wird, vor allen Dingen auch jungen Menschen weitergegeben wird, damit diese Sprache nicht verloren geht. Das erzgebirgische Liedgut ist ein Mittel, die Mundart nach außen zu tragen. Sehen Sie das auch so? Ja, also das ist ja, da sind wir Gott sei Dank gut aufgestellt, denke ich mal, dass wir einige Interpreten, einige Gruppen haben, die so richtig klassisch erzgebirgisches Liedgut pflegen. Nicht nur Anton Ginter, sondern ein neuzeitliches Liedgut pflegen und ich denke, das ist ganz wichtig. Musik verbindet und über Musik kann man sehr viel sprachlich rüberbringen und da ist dieser Dialekt, dieses erzgebirgisch ganz wichtig und da bin ich froh und dankbar, dass wir da viele haben. Der Frank Vogel spricht da auch außerhalb des Erzgebirges Erzgebirgisch. Naja, also muss ich mal ehrlich sagen, wenn ich im Erzgebirge gegenüberstehe, dann ist es natürlich leichter, dann rede ich erzgebirgisch. Ansonsten bist du ja doch ein bisschen darauf angewiesen, dass du ein bisschen Hochdeutsch sprichst, damit ich da gegenüber auch versteht. Aber ich tue schon gern erzgebirgisch reden. Unser Dialekt dringt immer mal durch bei uns. Wie reagieren denn da so die von weiter weg? Also ich kann mich mal daran erinnern, das ist aber schon 40 Jahre zurück, da saß mal ein Nicht-Erzgebirger mit am Tisch und wir haben uns da zu zweit unterhalten und hat mich noch 10 Minuten gefragt und hat gesagt, ich habe kein Wort verstanden, was habt ihr jetzt eigentlich gesagt? Und insofern ist der Schuh, wenn du richtig mit Erzgebirgern redest, dann ist es vielleicht wie bei jedem anderen Dialekt. Du musst erstmal als Fremder hinhauen, musst dir bestimmte Worte ergründen und dann kriegst du schon auch mit, wo es lang geht. Müssen wir uns rechtfertigen für unsere Sprache? Nee, überhaupt nicht. Wir sollten stolz drauf sein und eigentlich sollten wir die Sprache noch viel, viel mehr sprechen. Um erzgebirgische Bürger dreht es sich auch gleich im Folgenden. Vorher geht es aber um die Zeitumstellung, die uns am kommenden Sonntag bevorsteht. Wir haben uns mal die gebräuchlichsten Eselsbrücken angesehen und die gängigste ist wohl diese hier. Im Frühjahr werden nach langem Winter die Gartenstühle wieder vor auf die Terrasse gestellt und dann im Herbst wieder zurück. Also werden schlussendlich am Sonntag die Uhren von 3 auf 2 Uhr zurückgedreht. Bei Verwendung einer Funkuhr kann Ihnen das völlig egal sein. Positiver Nebeneffekt, die Nacht ist eine Stunde länger, also Ausschlafen ist angesagt. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie schon angekündigt, geht es nun um verdiente Erzgebirger.
In Annaberg-Buchholz wurden im Saal der Erzgebirgssparkasse die diesjährigen Bürgerpreise Erzgebirge überreicht. Insgesamt 21 Bewerbungen waren eingegangen. Mit dem Schwerpunktthema vorausschauend engagiert, real, digital, kommunal, sollte in diesem Jahr der gesellschaftliche Beitrag freiwillig engagierter Personen, Projekte und Unternehmer gewürdigt werden, die ihr Engagement als Vorsorge für die Zukunft sehen. Ein Sieger ist die Interessengemeinschaft Preßnitz-Talbahn. Günter Baumann sagte in seiner Laudatio, der Verein begann 1990, die Schmalspurbahn zwischen Jöhstadt und Steinbach wieder zu betreiben. Kontinuierlich wurde die Strecke aufgebaut, gepflegt und so gut es ging originalgetreu hergestellt. Nur so war es dieses Jahr möglich, das 125-jährige Jubiläum dieser Eisenbahn und damit wichtige Industriekultur des 19. Jahrhunderts zu feiern. Laudator Marco Wanderwitz überreichte dann einen Bürgerpreis Erzgebirge an Claudia Kurt. Die junge Talheimerin entwickelte die Seite Erzgebirge aktuell auf Facebook. Sie reist selbst mit Auto- oder Oldtimer-Motorrad durch das Erzgebirge und testet Veranstaltungen, Wanderwege, Gaststätten, Museen und so weiter. Claudia Kurt schaut Orte an und berichtet kurz über Details oder ausführlich auf der Seite Erzgebirge aktuell über ihre Entdeckungen und Erlebnisse. Inzwischen hat die Seite 15.000 Abonnenten, die regelmäßig selbst Tipps geben, Geschichten einstellen und sich austauschen, und das weltweit. Auch der Gasthofkreis der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Lauterbach kann sich 2017 über einen Bürgerpreis Erzgebirge freuen. Wie Laudator Roland Manns berichtet, gestalteten Anne Macher, Johannes Glöckner, Stefan Macher und Toni Beck den alten Gasthof Niederlauterstein zum Mittelpunkt des Dorflebens um. Ehrenamtlich wurde der Saal in mühsamer Kleinarbeit nutzbar gemacht. Mittlerweile werden unterschiedliche Veranstaltungen organisiert. Die Lichtbildgottesdienste, in der digitale Technik verwendet wird, gelten als richtungsweisend. Auch von einer aktuell ausgesprochenen Kündigung lassen sie sich nicht entmutigen. Sagen, wir machen weiter, nur anders. Auch die evangelische Jugend im Kirchenbezirk Annaberg wurde auf die Bürgerpreisbühne gerufen. Als preiswürdig wurde deren Jugendfestival eingeschätzt. Seit 12 Jahren organisiert die evangelische Jugend im Kirchenbezirk Annaberg dieses Event, lädt dazu nationale und internationale christliche Bands ins Erzgebirge ein. Das Jugendfestival vernetzt unterschiedlichste Menschen in der Stadt, im Landkreis und darüber hinaus miteinander. Außerdem lockt es Gäste von außerhalb ins Erzgebirge. So die Einschätzung von Laudator Thomas Proksch, Bürgermeister der Stadt Annaberg-Buchholz. Mit einem Sonderpreis wurde Angela Völker geehrt. Laudator Uwe Tippner anlässlich der Preisvergabe: Für die meisten Menschen sind Plastikverschlüsse von Flaschen oder Tetrapacks Müll, den sie achtlos wegwerfen. Angela Völker, Katrin Rödel und Johann Werner aus Ehrenfriedersdorf wissen, dass die unscheinbaren Deckel Lebensretter sein können. Seit 14 Jahren leitet Angela Völker eine Sammelstelle des ATRA-Projektes Kinder helfen Kindern, macht bei der Aktion Deckel gegen Polio mit. Aus dem Erlös von 500 Deckeln kann man eine Impfung gegen Kinderlähmung in betroffenen Ländern finanzieren. Herzlichen Glückwunsch den Preisträgern. Der Bürgerpreis ist mit 6.000 Euro der Erzgebirgssparkasse dotiert. Der Betrag wird unter den Preisträgern gesplittet. Dazu gibt es einen Sonderpreis in Höhe von 1.000 Euro vom Wochenspiegel Erzgebirge. Die Initiatoren des regionalen Bürgerpreises Erzgebirge waren im Frühjahr die heimischen Wahlkreisabgeordneten des Deutschen Bundestages Marco Wanderwitz und Günter Baumann sowie der Vorstandsvorsitzende der Erzgebirgssparkasse Roland Manns. Landrat Frank Vogel fungierte als Schirmherr. Ja, liebe Zuschauer, ich habe mir jetzt einen Studiogast eingeladen. Bei mir jetzt hier die Nicole Fugmann-Müller. Du bist ja, und da muss ich ablesen, im Organisationsteam zum Kultur- und Medienfestival Grenzgänger, das halt nächste Woche hier in Marienberg stattfindet. Und du moderierst den Medientalk. Genau, Tobias. Frage 1, was ist der Medientalk? Der Medientalk ist im Grunde genommen eine Gesprächsrunde, zu der jeder herzlich eingeladen ist, in der wir mal der Frage nachgehen: Mundart schlägt global, lokal ist Trumpf. Welche Bedeutung hat die Mundart, nicht nur die erzgebirgische, aber was hat das für eine Bedeutung für die Sprache, für das tägliche Leben, für die Medien unter anderem auch?
Wollt ihr da dieser Entwicklung schon mal ein Stück weit Rechnung tragen, dass das Erzgebirgisch oder eben die Mundart wieder stärker im Kommen ist? Ja, das müssen wir mal schauen, wie unsere Gäste sich da so positionieren. Wir merken das ja auch im täglichen Umgang hier im Fernsehen, dass die Mundart immer stärker geschätzt wird. Es gibt mehr Veranstaltungen in Mundart, man besinnt sich wieder seiner Wurzeln. Das ganze Thema ist viel stärker im Fokus auch der Menschen, die hier leben. Und ich denke schon, dass das auch im Talk so ähnlich rauskommen wird, aber wir müssen natürlich warten, wie die Gäste sich da so positionieren. Wann und wo kann man denn dabei wohnen bei diesem Medientalk? Der Medientalk wird in der Waldorf-Villa stattfinden am 3. November um 18 Uhr. Und jeder kann hinkommen? Ja, ist für alle offen. Wir würden uns freuen, wenn sich eine rege Beteiligung ergibt, denn es ist ja ein Thema, was eigentlich jeden interessieren sollte. Also Mundart geht eigentlich jeden was an. Es ist unsere Wurzel, der Ursprung der Sprache. Und leider spricht man es zu wenig im Alltag. Das haben uns auch so in Straßenumfragen immer wieder Leute bestätigt. Man müsste es viel mehr pflegen. Tja, dann sollen wir das mal tun. Also ich wünsche dir viel Erfolg für die Moderation des Medientalks. Und liebe Zuschauer, in dieser Woche zog sich ja die Berichterstattung zu Rund um Zschopau wie ein roter Faden durch unsere Nachrichten. Und hiermit möchten wir das auch heute nun abschließen. Rund um Zschopau wirkte auch in anderer Hinsicht. Mit einer viermonatigen Verspätung wurde am 19. Oktober das Viadukt über die Zschopau in Willischtal teilweise freigegeben. Die Steinbogenbrücke an der Scharfensteiner Straße wird auch nach der Freigabe für den Straßenverkehr aber weiter für Fußgänger gesperrt bleiben, denn es fehlen noch Absturzsicherungen wie Brüstungsmauern und Geländer. Bis diese errichtet sind, werden zur Sicherheit für den Straßenverkehr Betonelemente am Fahrbahnrand aufgestellt. Da weiterhin Arbeiten am Brückenbauwerk stattfinden, wird der Bereich mit dem Gefahrenzeichen Baustelle auch weiter ausgeschildert sein und ist von den Verkehrsteilnehmern mit besonderer Umsicht zu befahren. Wie lange die Arbeiten im Anbetracht des herannahenden Winters noch andauern, ist unklar. Am Montag werden die Geschwindigkeiten in Scharfenstein Bahnhofstraße kontrolliert. Außerdem sind auch wieder die Videomessfahrzeuge der Polizei auf der B174 und B101 anzutreffen. Also Augen auf und Fuß vom Gas, das spart Geld und schont die Nerven. Nun, liebe Zuschauer, steht das Wochenende vor der Tür und eine Frage quält uns besonders. Wie wird denn nun das Wetter? Ja, das Wetter hält für das anstehende Wochenende eine große Überraschung mit kleinen Temperaturen bereit. Heute Abend und in den Nachtstunden ist der Himmel wie auch schon tagsüber bedeckt und leichte Regenschauer sind ebenfalls noch ein ständiger Begleiter durch die Nacht. Das Niederschlagsrisiko beträgt 70%. Sollten Sie dann noch mal raus müssen oder wollen, dann mit Regenjacke ohne Schirm, denn der hätte bei dem zu erwartenden Wind null Chance und außerdem ist eine Jacke bei den Temperaturen eh sinnvoll. In Olbernhau zum Beispiel am Flöhrufer gibt es 5 bis 6 Grad. In Marienberg-Dörfel verharrt das Quecksilber bei flachen 4 bis 5 Grad und in Zschopau gibt es die Nacht Höchstwerte von 6 bis 7 Grad maximal. Wie schon erwähnt, drückt der Wind ganz ordentlich in starken Böen mit bis zu 53 km pro Stunde aus Nordwesten. Die Kleiderordnung kann auch morgen beim Gang zum Backwarenhändler des Vertrauens so beibehalten werden. Der Himmel ist nach wie vor grau und leichte Regenschauer ziehen in den Vormittagsstunden über unser Sendegebiet. Das Niederschlagsrisiko beträgt 90%. Gegen Mittag lässt der Regen danach, um sich am Abend wieder zurückzumelden. Die Sonne zeigt sich in Summe nur eine magere Stunde. Ja, und temperaturtechnisch muss man sich erstmal an die Schonkost gewöhnen. In Halbach gibt es 6 bis 7 Grad. In Großrückerswalde am Flugplatz zeigt das Thermometer zwischen 4 und 6 Grad und die Griesbacher bekommen 6 bis maximal 8 Grad. Der Wind macht das Ganze noch viel unangenehmer, denn er weht in Sturmstärke mit bis zu 77 km pro Stunde aus Westen. Hier nun der weitere Ausblick, liebe Zuschauer. Am Sonntag kommt dann der richtige Knick.
Wolken, Sonne, Orkanböen, Gewitter und in den Berglagen der erste Schnee erwarten uns. Das heißt, sollten Sie noch keine Winterreifen drauf haben, dann aber ZZ, ziemlich zügig, aufziehen oder noch aufziehen lassen. Mickrige 1 bis 4 Grad bekommen wir bei einem stürmischen Wind aus Nordwesten. Die neue Arbeitswoche beginnt mit Schneeschauern in den Höhenlagen und Regen in den tieferen Regionen. Bewölkt ist der Himmel mit sonnigen Abschnitten und zwischen 1 und 5 Grad, zeigen die Thermometer. Der Wind bleibt weiter der Aktivpunkt, er weht stürmisch aus Nordwesten. Ob das Temperaturniveau auch kommende Woche so bleibt, das verrate ich Ihnen dann am Montag hier im Regionalwetter. Naja, warm anziehen. Liebe Zuschauer, da sind wir auch schon durch. Das war die Freitagsausgabe vom Regional und es ist schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wieder mit dabei waren. Mit den aktuellen Nachrichten sind wir wieder pünktlich am Montag für Sie hier zur Stelle, wenn Sie denn mögen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir Sie dann wieder begrüßen dürfen. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt es noch im Internet auf unserer Homepage unter www.mef-line.de. Ist auch ganz praktisch für unterwegs, sollten Sie sich mal nicht im Sendegebiet aufhalten. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht und ein tolles Wochenende, auch wenn das Wetter technisch nicht ganz so prall wird. Tschüss, bis Montag.